Schön, ich danke euch allen sehr. Aber ich weiß leider nicht genau, was eine Bärenfestprinzessin zu tun hat. Du bist die Richterin bei der Blumenshow. Und vergiss nicht die Honigverkostung. Ja, oh, ich bin Richterin bei der Blumenshow und darf die Honigverkostung nicht vergessen. Verstanden. Ja, das ist so toll. Du musst das Bärenfestprinzessinnen-Zepter schwingen. Ach wirklich? Ich muss das Bärenfestprinzessinnen-Zepter schwingen? Das muss ich aber erstmal üben. Du musst das Befehl laden. Die Pastete kosten. Hubla tanzen. Hubla tanzen. Die Bären probieren. Treffen schon. Da, da, die Pastete kosten. Du musst das Befehl laden. Das ist ganz wichtig. Es tut mir leid, aber ich weiß immer noch nicht genau, was ich zu tun habe. Es ist eigentlich ganz einfach. Prinzessin Bärchens Bitzi-Kleines Aufgabenbuch für Bärenfestprinzessinnen sagt, die Prinzessin sollte die Festlichkeiten des Bärenfests organisieren. Ganz besonders die Parade muss wirklich bärig gut werden. Und was bedeutet das genau? Es bedeutet, dass du dafür verantwortlich bist, dass alles fertig wird. Mach's gut! Bis später dann! Wartet bitte! Das ist eine sehr große Ehre. Aber ich weiß gar nicht, wie man eine Parade veranstaltet. Oh, natürlich! Wie dumm von mir! Hier hast du deine Aufgabenliste! Dankeschön! Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Oh. Ach, du liebe Faulbeere. Es muss sehr viel erledigt werden, Schnurrschönchen. Oh, wie soll ich das nur alles schaffen? Was würde eine Anführerin tun? Ja, na klar. Sie würde Aufgaben an ihre Teammitglieder verteilen. Aber wer ist mein Team? Meine Freundinnen natürlich. Und wie du weißt, haben sie ja schon angeboten, mir zu helfen. Also, jetzt muss ich nur noch ein paar dieser Aufgaben an sie verteilen. Hallöchen, Bonnie. Hi, Zitronella. Oh, Pfleumeli, meine Freundin. Könntest du mir vielleicht bei der Parade helfen? Bitte, Orangella. Himbeertörtchen, könntest du mir bitte bei etwas helfen? Das mache ich doch gerne. Oh, ich wusste, dass sie mir helfen würden. Bis nachher, Schnurrschönchen. Hi, Orangella, ich will gleich das Buffet planen, aber ich dachte, ich komme kurz vorbei, um zu sehen, wie du mit der Girlande vorankommst. Oh, was machst du da? Ich sortiere die Nüsse für die Eichhörnchen aus. Sie sind mit den Metallmuttern vermischt. Ich möchte, dass alles in meinem Laden ordentlich ist, damit ich mich voll und ganz auf die Girlande konzentrieren kann, um die du mich gebeten hast. Vielleicht solltest du die Nüsse lieber erst nach der Parade aussortieren. Dann helfe ich dir auch gern. Auf der Box steht Nüsse gemischt. Aber das habe ich nicht erwartet. Und das jetzt, wo ich so viel zu tun habe. Weißt du, diese Girlande ist wirklich bärig wichtig für unsere Parade. Oh nein, es ist schon so spät. Ich muss ganz dringend die Blüten für die Girlande abholen. Emily, könntest du für ein paar Minuten auf meinen Laden aufpassen? Klar, Orangella. Geh nur. Oh, und falls du dich langweilst, kannst du ruhig die Nüsse aussortieren. Oh, na dann. Hallo, Emily. Wo ist Orangella? Oh, sie muss nur kurz was besorgen. Gut, dass ich dich gerade sehe, Pfleumeli. Hast du den Bärchentanz fertig für die Parade? Noch nicht, aber ich finde, dass Orangella und ich während der Parade den Bitzi-Bärchen-Häschen-Hop vorführen sollten. Aber die Bärchen wollen doch auch... Da Orangella nicht da ist, musst du mit mir die Schritte ausprobieren. Ich würde dir sehr gern helfen. Aber ich bin gerade dabei, für Orangella etwas zu sortieren. Ist schon okay, du kannst weiter sortieren, während du hoppst. Komm schon, Emily! Jetzt links, rechts, links, zwei, drei, vier. Will ich wissen, was das soll? Parade aus! Was hältst du davon? Ich finde, er sieht wirklich hopsig aus. Apropos.
Apropos Parade, wie kommst du denn mit dem Routenplan voran? Es lief nicht so, wie ich wollte. Ich habe überall meinen Beromatic 3000 Schreibstift mit Glitzertinte gesucht. Dann ist mir eingefallen, dass ihn jemand ausgeliehen hat. Ups, das stimmt. Ich glaube, er ist irgendwo in meinem Schlafzimmer. Ich bin sicher, dass es Pläumeli leid tut, Bonnie. Tja, jetzt musste ich ihn mit einem ganz gewöhnlichen, langweiligen, alltäglichen Stift machen. Deswegen ist er nicht so schön geworden, wie ich es gern hätte. Du musst dir den Routenplan mal ansehen und sagen, ob die Route zu lang ist. Ich bin gerade damit beschäftigt, Orangella und Pläumeli zu helfen. Könntest du bitte in einer Stunde ins Café kommen? Dann sehe ich ihn mir an. Das dauert doch nur eine Sekunde oder eine Minute. Das hängt davon ab, wie schnell du lesen kannst. In Ordnung. Will ich wissen, was das soll? Genau das habe ich auch gesagt. Tut mir leid, Mädels, aber ich habe gerade schon genug zu tun mit der Parade. Vielleicht kann ich ja nachher einfach wiederkommen und euch dann allen helfen. Oder was noch besser wäre, vielleicht könnt ihr euch auch gegenseitig helfen. Tut mir leid, mein Kopf ist schon voll genug. Ich muss diesen ganzen Routenplan nochmal machen. Schriftlich. Und mein Tanz hat einen Richtskick, wo eigentlich ein Hopser sein sollte. Und diese ganzen Blüten reihen sich nicht von allein aneinander. Also dann. Himbeertörtchen? Oh, Hallöchen, Emily. Ich hab dich gar nicht gehört. Naja, ich weiß, du hilfst mir schon bei dem Festzugswagen, aber könntest du mir auch noch ein Kleid anfertigen? Bitte. Aber natürlich, das mache ich doch gern. Ich fange damit an, sobald ich mit diesen wundervollen Flügeln für den Schmetterlingswagen fertig bin. Wenigstens hilft mir eine von euch. Dankeschön. Hallo, Emily. Hi, Himbeertörtchen. Oh, hi, Zitronella. Hey, kann ich mir die Musik anhören, die du ausgesucht hast? Ich wollte erst noch mal mit dir darüber reden. Wow, ist das der Schmetterlingsflügel, neben dem ich stehen will? Ja, das ist er. Willst du ihn mal halten? Na klar doch. Haha, siehst du? Sie sehen genau gleich aus. Das sieht toll aus, aber könnten wir uns bitte auf unsere Aufgaben konzentrieren? Weißt du, was diesen Flügel so wirklich richtig spektakulär machen würde? Strasssteine! Ich habe einen Strasssteinkleber zu Hause. Ich lasse ihn einfach ein bisschen funkeln, dann passt er noch besser zu einer Frühlingsparade. Oh, aber warte, die Flügel müssen doch genau gleich aussehen. Oh, tut mir leid, dass Zitronella deinen Entwurf ändern will. Oh, nein, nein, nein. Sie hat absolut recht. Sie sollten wirklich mehr funkeln. Hey, weißt du was? Ich werde meinen Flügel auch ein bisschen mit Glitzerkleber verzieren. Vielleicht auch mit viel Glitzerkleber. Ja, es ist schön, wenn sie funkeln. Aber haben wir nicht gerade Wichtigeres zu tun, Himbeertörtchen? Für die Parade, meine ich. Weißt du, wir wollen die Flügel ja nur mehr funkeln lassen, weil das gut für die Parade ist. Richtig. Vielleicht können du und Zitronella die Flügel dann zusammen dekorieren. Ihr könntet euch gegenseitig helfen und das Ganze beschleunigen. Naja, da du gerade hier bist, könntest du mir helfen und das Ganze beschleunigen. Entschuldige, Himbeertörtchen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss wirklich noch unglaublich viele Dinge erledigen. Danke, dass du so fleißig an dem Festzugswagen arbeitest. Ich muss los. Ich habe versucht, eine gute Anführerin zu sein. Aber es lief nicht so gut, Schnurrschönchen. Ich habe Aufgaben an meine Freundinnen verteilt, nachgesehen, wie es bei ihnen läuft und sie motiviert. Aber irgendwie ist nichts fertig geworden, Schnurrschönchen. Schnurrschönchen? Ach, deshalb bist du weggegangen. Du wurdest durch etwas abgelenkt und genauso ging es den anderen. So etwas geht schnell. Ich wünschte nur, sie würden sich gegenseitig mehr unter die Arme greifen. Sie wirken alle so gestresst. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich alle Aufgaben, die hier auf dieser Liste stehen, so ganz ohne ihre Unterstützung schaffen soll. Huh? Was ist, Schnurrschönchen? Hast du da etwas gefunden? Oh, das hier ist die allerletzte Aufgabe. Oh nein, nicht noch eine weitere.
Hier steht: Ich schrieb die Liste sehr gehetzt, daher kommt diese Aufgabe zuletzt. Aber Regel Nummer 1, du wirst lachen, die Parade soll Spaß machen. Oh, das ist doch nichts Neues, jeder weiß das. Nein, warte, genau das ist es, was ich falsch mache. Ich habe so viele Aufgaben an die anderen verteilt, dass keiner mehr Spaß hat. Hm, vielleicht habe ich einfach zu viel von allen erwartet. Von jetzt an werde ich noch viel härter arbeiten. Dekoration anliefern? Erledigt. Das Menü planen? Erledigt. Zepter schwingen? Ich arbeite daran. Emily! Hm? Ich weiß, es ist schon spät, aber das ist die ganze Gelande, die ich bisher geschafft habe. Oh, ist schon gut. Mach dir keine Sorgen. Lass sie einfach hier und ich kümmere mich um den Rest. Ich danke dir, bärig doll. Oh, und Orangella? Immer schön lächeln. Okay. Guck mal, Emily, ich habe die Route der Parade noch mal geändert. Diese hier gefällt mir viel besser. Was hältst du davon? Warte noch kurz eine Sekunde, Bonnie. Die Pfosten stehen an der falschen Stelle. So verlief doch die alte Route. Das hier ist die neue Route. Wenn ich deinen neuen Plan früher bekommen hätte, dann hätten wir noch was ändern können. Aber jetzt ist keine Zeit mehr dafür. Wir halten uns an den alten Plan. Aber ich habe an dem hier ewig gesessen. Oh, sei bitte nicht traurig. Ich werde versuchen, die Pfosten zu verlegen. Ich will ja, dass du glücklich bist. Hey, Bonnie, sieh dir meinen Häschenhopptanz an. Er ist jetzt viel besser. Es ist das 5. Mal, dass du ihn verbessert hast, Fläumeli. Hey, Emily, welcher unserer beiden Flügel sieht hübscher aus? Mädels, das ist eine Parade. Wir veranstalten keinen Wettkampf. Es soll einfach nur Spaß machen. Sie sehen beide richtig toll aus. Siehst du, sie findet mein Flügel viel besser. Nicht mal in einer Milliarde Jahren wäre das so. Hey, Emily, hier ist noch mehr von der Gelande. Bonnie hat mir nämlich vorhin gesagt, dass die Route der Parade jetzt noch länger sein soll. Und was sollen wir bitte mit diesem kleinen Stück dekorieren? Ein Schuhkarton? Im Gegensatz zu dir mache ich wenigstens etwas Sinnvolles. Könnte mir bitte irgendjemand von euch helfen? Tanzen ist ja wohl auch sinnvoll. Nicht, wenn es für die anderen zu schwer ist. Es ist unmöglich für mich, deinen Doppelhopser bis zur Parade zu lernen, verstehst du? Es ist nicht meine Schuld, dass Citronella so lange gebraucht hat, um die Musik auszusuchen. Hey, du hast auf meinen Plan rum! Würdest du mal bitte dieses Ding aus meinem Gesicht nehmen? Deine ist eine Monstrosität! Mein Plan ist ruiniert! Dieses Gehopse ist blöd! Du musst ja auch nur Gelanden machen. Oh nein, das macht keinen Spaß! Geht mir auch so! Helft ihr mir? Ich habe ihnen so viel Arbeit gegeben, dass sie vergessen haben, wie man nett zueinander ist. Naja, wenigstens kommt eine von ihnen zurück, um mir zu helfen. Emily, ich kann nicht gut mit Nadel und Faden umgehen, aber der hier braucht ein paar Perlen. Ich hole ihn in 10 Minuten wieder ab. Ich muss jetzt los. Es ist noch viel zu tun. Ach, du liebe Faulbeere! Hallo? Hört mich jemand? Die Prinzessin ist nicht da. Es kann sie keiner finden. Hast du Emily gesehen? Nein, ich habe nur ihr Zepter gefunden. Es lag im Café. Sie ist auch in keinem unserer Läden. Und wir haben sie wirklich überall gesucht. Was ist, wenn sie gekündigt hat? Wieso sollte jemand keine Lust mehr haben, die Bärenfestprinzessin zu sein? Naja, sie hat schon erwähnt, dass sie viel zu tun hat mit ihren Aufgaben. Tja,
Ich habe meine Aufgabe erfüllt. Irgendwie. Ja, ich denke, ich habe sie auch ein bisschen hängen lassen. Ich sollte nur eine Sache für sie erledigen und ich habe sie dauernd gefragt, ob sie mir hilft. Ich habe nicht mal Bitte gesagt. Ich denke, wir waren alle die ganze Zeit über so mit unseren eigenen kleinen Projekten und dem, was wir brauchen, beschäftigt, dass wir nicht das kleinste bisschen darauf geachtet haben, was Emily eigentlich braucht. Ist ja kein Wunder, dass sie weg ist. An ihrer Stelle hätte ich auch gekündigt. Ich war wirklich sehr egoistisch. Sie wollte die ganze Zeit, dass wir uns gegenseitig helfen, doch wir waren stattdessen alle einfach nur unhöflich zueinander. Ich war so gemein. Dabei hat sie uns nur darum gebeten, eine kleine Sache zu erledigen. Ich habe es durch meine Idee mit den Strassstellen vermasselt. Nein, ich mit meinem blöden Blitzer bin schuld daran und das nur, weil ich den schöneren Flügel haben wollte. Wieso haben wir denn nicht auf sie gehört und uns gegenseitig geholfen? Hier, bitte nimm ein Taschentuch. Dankeschön. Wir sind alle schuld daran. Und das, nachdem Emily so hart gearbeitet hat. Sie ist so eine gute Anführerin. Sie hat sich nie beklagt. Sie war immer freundlich. Ein Herz aus Gold. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, damit wir alle ganz viel Spaß haben. Und jetzt hat sie uns einfach verlassen. Ihre flehende Stimme hören. Bitte! Wartet, Ihre Stimme ist echt. Seht nur, da oben. Hey, hier bin ich. Wow, wir müssen sie sofort retten. Kommt schon, Leute. Schnappt ihr die Girlande. Den Flügel nehme ich mit. Folgt mir alle. Ich nehme die Route durch die Gänseblümchen. Erzähle ich dir, wenn wir unten sind. Greifen und ziehen, bitte. Es wird immer bunter. Greifen und ziehen, bitte. Wir ziehen sie runter. Greifen und ziehen. Hier nach unten. Greifen und ziehen. Gesund und munter. Ja! Also, wieso hast du denn nun da oben gekichert, Emily? Naja, ich habe euch von dem Ast aus dabei zugesehen, wie ihr alle hermarschiert seid, um mich zu retten. Ich wünschte nur, ihr hättet das auch sehen können. Ihr seid marschiert, habt gesungen und die Girlande getragen. Es sah so aus, als hättet ihr viel Spaß gehabt. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß, weil wir zusammengearbeitet haben und nett zueinander waren. Mädels, ich hatte einen Moment lang Angst, dass wir das mit der Parade nicht schaffen. Aber das da war die beste Parade, die ich je gesehen habe. Ach, wirklich? Ja, du hast recht. Ja! Ja! Lass uns das nochmal klarstellen. Emily, du warst es, die diese Parade möglich gemacht hat. Du hast nie aufgegeben, auch wenn dir keiner von uns geholfen hat. Dafür danken wir dir aus unserem wirklich tiefsten Herzen. Oh, ihr schafft es einfach, dass ich mich wirklich wie eine richtige Prinzessin fühle. Stark und hell, teile
denn sie erleuchtet unsere Welt. Oh. Lieb dich genauso, wie du bist. Sei immer nett, wen du auch triffst. Hab keine Angst, du selbst zu sein. Und deine Wünsche erfüllen sich. Komm und lass dein hellstes Sternenlicht scheinen. Auch du bist ein Stern, unsere Wehren stark und hell. Teile deine Freundschaft gern, denn sie erleuchtet unsere Welt. Du bist ein Stern, unsere Wehren stark und hell. Teile deine Freundschaft gern, denn sie erleuchtet unsere Welt. Fertig. Zu viele Stücke. Das muss noch feiner werden. Will jemand mal probieren? Ja, gleich, Emily. Ich muss nur noch dieses eine Band eindrehen. Könnte mich vielleicht jemand wieder ausdrehen? Wenn ich könnte, würde ich dir helfen, aber ich bin selber völlig verheddert. Das wird der allerbeste erste Frost, den wir je hatten. Wartet nur, bis mein Geschenk eingepackt ist. Oh, entschuldigen Sie mich, meine Damen. Ich wollte Ihr kleines Zusammentreffen nicht stören. Sie meinen Geschenketreffen? Bleiben Sie doch, Herr Aurelius. Sie stören nicht. Wir machen nur noch das Geschenkpapier fertig und ich muss noch das Apfelmus feiner pürieren. Oh, wenn ich doch nur einen guten Mixer hätte. Möchten Sie mal probieren, Herr Aurelius? Oh nein, danke, Fräulein Emily. Es tut mir leid, aber ich mache mir nichts aus Apfelmus. Eine Tasse Tee hätte ich gern. Oh, wow. Ihr Tee, bitteschön. Danke, sehr freundlich. Ah, perfekt. Ich habe bemerkt, dass der ganze Ort irgendwas Spezielles vorbereitet. Wissen Sie vielleicht, was das sein könnte? Er weiß es nicht. Es ist erster Frost. Erster Frost? Noch nie davon gehört. Ist das sowas wie zweiter Frühling? Oh, krümelnde Muffins, natürlich. Sie sind gar nicht lange genug in Witzibärchenhausen, um zu wissen, was erster Frost ist. Wow, das ist sein erster Frost. Tja, das ist so ziemlich der größte Tag des Jahres. Eigentlich, also astronomisch gesehen, ist das eher einer der kleinsten Tage des Jahres, also einer der kürzesten, weil die Sonne spät aufgeht und früh wieder untergeht. Na, weil doch Winter ist und so. Wie du schon sagtest. Wenn es Winter wird, gibt es eine ganz, ganz besondere Glimmerbeerenernte. Jeder macht sich Bärenlaternen. Und es gibt einen Glimmerbeerenball. Erster Frost zeigt an, dass der Winter beginnt. Das ist Tradition. Und es gibt, Geschenke, hä? Oh nein, das ist nur ein lustiger kleiner Brauch unter uns Mädchen. Die Bärchen und die Hummeln und überhaupt jeder hat seine eigenen Traditionen zum ersten Frost. Geschenke zu verschenken ist unsere. Stille Geschenke. Jede von uns zieht einen Namen und diejenige erhält ein Geschenk, ohne dass sie weiß, von wem. Ohne dass diese Person sieht, von wem es kommt. Letztes Jahr habe ich eine wunderschön gelb-pinke Decke bekommen. Und ich habe einen kilometerlangen Schal mit Glitzer bekommen. Stulpen zum Tanzen an kalten Tagen. Ich habe ein wunderschönes Schachbrett mit modellierbaren Figuren aus Ton bekommen. Und ich eine klappbare Trittleiter. Ich kann's kaum erwarten. Was ich wohl dieses Jahr... Das klingt ja wunderbar. Ich glaube, Herr Aurelius fühlt sich ausgeschlossen. Wollen wir ihn fragen, ob er mitmachen möchte? Das machen wir. Ja. Los. Herr Aurelius,
Möchten Sie bei unserer Geschenketradition vielleicht mitmachen? Oh, ich glaube nicht, dass Sie hätten doch nicht... Bitte sagen Sie ja, Herr Rapilius, wir würden uns wirklich sehr darüber freuen. Na dann, es wäre mir eine Ehre. Ja! Großartig, aber darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Können wir vielleicht Ihren Hut ausleihen? Mein Hut? Okay, jetzt müsst ihr bitte alle euren Namen in den Hut werfen. Sie auch, Herr Raupelius. Oh, das ist ja so aufregend. Die Namen werden gemixt und gemischt. Wer wessen Namen zieht, bleibt ein Geheimnis und das verraten wir nicht. Oh, wen ich wohl gezogen habe? Das frage ich mich auch. Und ich erst. Und jetzt sind Sie dran, Herr Raupelius. Ja! Ja! Zitronella! Oh, sie wird das hier lieben. 1001 Wege, Bücher zu ordnen. Es wird das allerbeste erste Frostgeschenk aller Zeiten. Ein ganzes Kapitel darüber, wie man Bücher vertikal stapelt. 10 Kapitel, wie man Bücher neu ordnen kann, wenn sie aus dem Regal gefallen sind. Nein, nein, nein. Ich muss das Zitronella schenken. Das ist doch ihr Geschenk. Niemand darf mich sehen. Niemand darf mich sehen. Also ich habe mir überlegt, dass der Wunderstreifen vielleicht viel besser aussehen würde. Psst. Hast du das auch gehört? Nein. Ich dachte, ich hätte was gehört. Hallo? Oh, das ist das allergrößte erste Frostgeschenk, das ich je gesehen habe. Komm schon her. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ich für ein Geschenk kriegen werde. Aber so toll wie Zitronellas Geschenk wird es wohl nicht. Oh, ich bin gespannt, was es ist. Wow, das ist ein Buch. Ein Buch über Bücher ordnen. Kapitel 72. Große Bücher und kleine Bücher zusammen auf einem Regal? Nicht so unmöglich, wie es scheint. Oh, was soll ich denn damit? Aber es ist mein größtes erste Frostgeschenk aller Zeiten. Ich hab's. Das ist perfekt für die Person, die mein stilles Geschenk bekommt. Fleumeli. Sie wird es einfach lieben. Also wisst ihr, ich habe echt lange darüber nachgedacht, was mein stilles Geschenk werden soll. Für Herrn Raupelius. Irgendetwas, das er wirklich richtig toll findet. Dankeschön, Plätzchen. Und dann fiel es mir ein. Eine Pflanze für den Eingang zu seinem Crockett Club. Und ich weiß auch, welche Pflanze perfekt wäre. Oh, ups. Das hätte ich fast vergessen. Wow, das ist das wirklich gigantischste erste Frostgeschenk, das ich je gesehen habe. Ich wusste, dass sich Pläumeli freut. Oh, toll. Ein Buch. Kapitel 137. Sortiere deine Lexika. Was man darf und was nicht, von A bis Z. Vielleicht ist es nicht das wirklich allerwichtigste erste Frostgeschenk, das ich je erhalten habe. Ich weiß! Orangella, die mein stilles Geschenk bekommt, liebt es, Dinge zu sortieren. Dieses Buch wird ihr bestimmt gefallen. Das stimmt. Es wird merklich kühler seit ein paar Tagen, Fräulein Maria Käfer.
Ich habe einen extra warmen Hut, den Sie sich borgen können. Er ist sehr warm. Hallo? Aber hallo! Du bist das allergrößte erste Frostgeschenk überhaupt. Greifen und ziehen. Greifen und ziehen. Da ist sie ja. Herr Raupelius wird begeistert sein, wenn er sein Geschenk sieht. Und ich werde es jetzt beschaffen. Ganz egal wie. Tada! Himbeertörtchen wird so ein großes Geschenk lieben. Sie kann es beim Nähen als Fußstütze benutzen. Oder sie kann ihren Kühlschrank dahinter verstecken. Ich habe es geschafft! Oh, Herr Raupelius wird dich lieben, meine kleine Blume. Oh, krümeliger Muffin. Hibiskus kitzelt immer so in meiner Nase. Okay, jetzt langsam runter. Bonnie wird bestimmt ausflippen, wenn sie dieses super große Buch sieht. Sie liebt Bücher. Oh, hey, danke, Leute. Ich frag mich, wer wohl da draußen steht. Hallo? Ist irgendjemand hier draußen? Wow! Das ist ja wohl das allerbärigste, gigantischste und herausragendste erste Frostgeschenk aller Zeiten. Das wollte ich schon immer haben. Toll! Und das auch. Oh, Querverweise vom Tag der Veröffentlichung. Das ist einfach fantastisch. Moment mal, das ist doch das Buch, das ich Citronella geschenkt habe. Mochte sie es etwa nicht? Und wie ist es zu mir zurückgekommen? Ich werde diesem Geheimnis auf den Grund gehen. Stilles Geschenk hin, stilles Geschenk her. Also, Citronella, wie war denn dein erster Frost, ha? Huh? Es war zum ersten Mal frostig, wie es an einem ersten Frost nur sein kann. Wirklich extrem frostig. Und die Geschenke? Oh, ich habe meinen schon bekommen, jawohl, als allererstes, ganz früh am Morgen. Wirklich? Wow. Tja, also ich nicht. Ich habe meins noch nicht verschenkt, also kannst du nicht die sein, die ich still beschenke. Also kannst du mir sagen, was du bekommen hast, weil es nicht von mir ist. Stimmt's? Was? Ich sagte, ich habe ein großes Geschenk bekommen, aber es hat mir leider nicht gefallen. Was? Ich habe ein bierig großes Geschenk bekommen, das mir nicht gefallen hat. Es war zu groß für meinen Salon. Ich habe es Fleumeli geschenkt. Die hat mir Platz in ihrem Tanzstudio. Fleumeli? Aha. Wo willst du hin? Deine Haare müssen noch ausgespült werden. Sehr gut. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, drehen, 2, 3, drehen, 2, 3. Also 2, 3. Hast du schon dein stilles Geschenk? 2, 3? Tja, 2, 3. Eigentlich 2, 3. Ich habe es nicht mehr. 2, 3. 1, 2, 3. Was? 2, 3. Ich fand, die Person, die ich still beschenken sollte, könnte es besser gebrauchen. 2, 3. Sie sortiert ja schließlich ständig Sachen. 2, 3. Oh nein! Ich habe es dir verraten. Oh, jetzt weißt du, wer mein stilles Geschenk bekommen hat. Aber natürlich, Orangella. Ja. Keine Angst, ich sage es nicht weiter. Wo willst du denn hin? Wir müssen doch noch den Foxtrott üben. Oh, es war so spannend, das kannst du mir glauben. Ich bin im Zickzack am Café vorbei, hab mich in die Büsche geschlagen, bin durch den Pavillon geschlichen, hab mich unter der Brücke versteckt, wieder kehrt gemacht und schon war ich da. Niemand hat mich gesehen. Und dann habe ich ganz leise und vorsichtig mein Geschenk abgesetzt, an die Tür geklopft und bin weggerannt. Und was war dein Geschenk? Naja, es war etwas, wo die Person, die ich beschenkt habe, ihre Füße rauflegen könnte, wenn sie näht. Ups! Oh, jetzt habe ich dir wohl verraten, wer es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt los. Bis später. Oh.
Moment mal. Also hat Himbeertörtchen das Buch von Orangella, die es von Fläumeli hat. Die es wiederum von Citronella hat, der ich es geschenkt habe. Hat Himbeertörtchen mir das Buch gegeben oder war es Emily? Und was ist mit Herrn Raupelius? Oh, den habe ich ja vollkommen vergessen. Das ist alles so kompliziert. Ich kann einfach nicht glauben, dass niemand mein Geschenk mochte. Ich finde es toll. Emily? Oh. Achi! Nicht gucken, nicht gucken! Oh, es tut mir leid, Emily. Jetzt habe ich dein stilles Geschenk gesehen. Keine Sorge, mein stilles Geschenk ist ja nicht für dich, sondern für Herrn Raupelius. Aber Emily, ich dachte, Hibiskus kitzelt in deiner Nase. Ja, stimmt. Aber er ist ja auch nicht für mich gedacht. Herr Raupelius will schon seit Ewigkeiten einen für den Eingang zu seinem Club und ich weiß, dass er sich riesig darüber freuen würde. Oh, das ist aber sehr aufmerksam von dir. Was hast du denn, Bonnie? Du wirkst traurig. Du, hast nicht zufällig ein großes Geschenk bekommen, das ein großes Buch war, das du nicht mochtest oder so? Bitte was? Niemand mochte mein stilles Geschenk. Ich hatte ein Buch darüber, wie man Bücher sortiert und ich fand es großartig. Also habe ich es in gelbes Papier verpackt und Citronella geschenkt. Und dann hat Himbeertörtchen es mir geschenkt, verpackt in blauem Papier und blauer Schleife. Wenn es nicht Herr Raupelius war, aber das glaube ich nicht. Also mochte wirklich niemand mein Geschenk. Das tut mir wirklich leid, Bonnie. Ein Buch ist ein ganz tolles Geschenk. Das dachte ich ja auch. Aber vielleicht sollte es über etwas sein, was Citronella mag, wenn es für sie ist. Zum Beispiel Wasserfarbenmalerei oder Schönheitspflege. Du weißt doch, wie sehr sie diese Dinge mag. Oh, oh. Du hast recht, Emily. Ich habe nur daran gedacht, über welches Geschenk ich mich freuen würde und nicht sie. Das ist nicht der Sinn vom ersten Frost. Jetzt weiß ich, über welches Buch sie sich freuen würde. Ich gehe schnell los und packe es ein und bringe es ihr sofort. Tja, das hört sich doch sehr gut an. Und ich sollte das hier schleunigst zu Herrn Raupelius bringen. Sofort. Hallo, Bonnie. Soll ich jetzt dein Styling beenden? Nein, Citronella. Ich weiß, ich sollte es eigentlich still tun. Aber ich muss dir dieses Geschenk persönlich überbringen und dir erklären, wieso. Aber wofür denn? Naja, zum ersten Frost. Aber, ich hab doch schon ein stilles Geschenk gekriegt. Ich weiß, es war von mir. Aber es war kein stilles Geschenk, das zu dir passt. Es war eins, das zu mir passt. Also bekommst du jetzt eins, das hoffentlich zu dir passt. Oh, Bonnie! Das putzelgroße Buch der 1000 besten Zöpfe, das wollte ich schon immer haben. Das ist das perfekte erste Frostgeschenk für mich. Oh, oh. Oh, oh, was? Oh, mir ist gerade eingefallen, dass ich Pfläumeli auch kein tolles Geschenk gegeben habe. Ich habe dein Buch weitergeschenkt. Ich weiß. Es tut mir leid, Bonnie. Warte, ich weiß, was Pfläumeli kriegt. Blaues Klemmbrett mit passendem blauen Stift. Oh, Himbeertörtchen, das ist das beste erste Frostgeschenk aller Zeiten. Da bin ich wirklich froh, das kannst du mir glauben. Ich hatte Angst, du magst es genauso wenig wie das große Buch übers Bücher sortieren. Dieses Geschenk ist tausendmal besser. Es zeigt, dass du was finden wolltest, was zu mir passt. Und sowas findet nur eine echte Freundin. Nicht große Klasse? Oh, oh, wundervoll. Perfekt. Wunderschön. Oh, der ist wirklich hübsch, Himbeertörtchen. Und wie hoch du springen kannst, Orangella. Und mit diesen Schuhen tanzt du noch viel besser als sonst, Fläumeli. Ich weiß, das war ein ganz merkwürdiger erster Frost. Ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich nicht an meine Freundin Citronella gedacht habe, als ich sie beschenkt habe. Ich entschuldige mich bei Pfläumeli. Und ich entschuldige mich bei Orangella. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen, Himbeertörtchen. Oh,
Und ich entschuldige mich bei Bonnie. Verzeihst du mir? Ich verspreche euch ganz fest, dass ich von jetzt an immer an die Person denke, für die das Geschenk ist und nicht an mich. Ich auch. Das ist doch wirklich ein gelungener erster Frost. Oh, aber hey, Emily, du hast uns doch noch gar nicht dein Geschenk gezeigt. Ja, stimmt. Ein super-duper Apfelmixer. Genau das, was ich schon immer wollte. Den muss wohl Herr Raupelius für dich besorgt haben. Und dabei mag er Apfelmus ja nicht einmal. Oh, das ist ja süß. Was für ein schönes Geschenk. Und so aufmerksam. Er hat dir etwas geschenkt, von dem er wusste, dass du es brauchst und magst. Ich denke, wir können von Herrn Raupelius noch eine Menge lernen. Herr Raupelius hat sich gefreut. Ja, genau. Fröhlichen ersten Frost, Fräulein Emily. Vielen, vielen Dank für den Apfelmixer, Herr Raupelius. Gern geschehen, Fräulein. Aber ich dachte, wir hätten uns still beschenkt. Manche Geschenke sind so aufmerksam, da muss man einfach drüber sprechen. Und was haben Sie bekommen, Herr Raupelius? Ich muss zugeben, ich habe es ja noch kein Geschenk erhalten. Habe ich etwas falsch gemacht? Vielleicht muss ich ja noch einen Antrag ausfüllen oder sowas. Vielleicht sollten Sie lieber mal unter Ihrem Hut nachsehen, ob Ihr Name ganz aus Versehen darin stecken geblieben ist, Herr Raupelius. Mein Hut? Ach, Herr Jemine! Oh. Oh, das ist das schönste Geschenk, das man mir hätte machen können. Und Ihr Lächeln ist das schönste Geschenk, das ich hätte kriegen können. Fröhlichen ersten Frost, liebe Freunde. Möchte noch jemand Apfelpunsch? Ja, bitte, Emily. Was ist dein Geheimnis? Er schmeckt so gut. Das ist ganz einfach. Man erhitzt Apfelpunsch mit etwas Orangenschale. Orangen. Ach, die liebe ich. Ein ganz bisschen Zitronensaft dazu. den liebe ich. Eine Prise Zimt und meine Geheimzutat. Was ist das? Liebe Wünsche, ich stelle mir vor, dass meine Freunde den Punsch genießen und irgendwie wird er dadurch besser. Oh, wenn wir ganz viel davon trinken, vielleicht fühlt er sich dann endlich wie Winter an. Also, kalt genug ist es ja schon, aber ein bisschen Schnee wäre nicht schlecht. Ich wünsche mir so sehr, dass es endlich schneit, dass ich manchmal glaube, es schon zu hören. Ja! Es schneit endlich! Ja! Bedeutet, dann können wir endlich Schneestiefel anziehen. Und besonders kuschelig warme Jacken. Gemütliche Kaminfeuer. Emilys Cranberry-Kekse. Und das Allerbeste... Der Glimmerbeerenball. Oh, ich kann es kaum erwarten, alles für den Ball zu dekorieren. Der Esstisch kommt hier hin und darüber drapieren wir ein paar Luftschlangen. Und an diese Wand stellen wir ein paar Stühle. Flamily, ich glaube langsam, dass wir den Glimmerbeerenball dieses Jahr nicht hier im Café feiern können. Wieso denn nicht? Der heiße Punsch kommt schon. Entschuldigung, kann ich bitte durch? Weil Bitzi-Bärchenhausen gar nicht mehr so bitzi-klein ist. Das stimmt tatsächlich. Die Stadt ist ganz schön gewachsen seit letztem Winter. Hier ist nicht genug Platz. Aber wenn nicht hier, wo denn dann? Ich habe eine Idee. Wir teilen uns auf und suchen einen Ort mit mehr Platz. Und zwar überall und nirgendwo. Überall und nirgendwo? Na, hier und dort. Ah, großartig. Ein Abenteuer im Schnee. Das klingt lustig. Tolle Idee. Habt ihr
Maria einen anderen Platz für den Ball gefunden? Nein. Oh, ich auch nicht. Oh, na ja, ich habe einen tollen flachen Baumstumpf gefunden. Da ist ganz viel Platz, aber kein Schutz vor der Kälte. Dann könnten wir ja erfrieren oder uns erkälten oder mindestens, ganz schön zittern. Aber so einfach geben wir doch nicht auf. Wenn ihr euch aufgewärmt habt, suchen wir weiter. Und diesmal komme ich mit. Hey Mädels, ich habe den perfekten Platz gefunden. Kommt mit! Also, wie findet ihr den? Er ist perfekt für den Ball, oder? Ach, ich weiß nicht, Fläumeli. Wenn Leute auf die Äste klettern, können sie runterfallen und sich wehtun. Und wo stellen wir die Tische hin? Nein, nein. Ich meine hier drin. Warm, großzügig und sehr einladend. Das nenne ich perfekt. Herzlichen Glückwunsch, Fläumeli. Ja, das hast du super gemacht. Du hast Fläumeli es geschafft. Lebe hoch. Ich wusste, du findest etwas. Fläumeli, was hältst du davon, wenn du dich um die Organisation des Balls kümmerst? Du hast schließlich auch den perfekten Platz gefunden. Oh, liebend gern. Okay, mal sehen. Ich besorge das Geschirr, Becher, Servietten und Tischdecken. Emily, könntest du dich um die Party-Snacks kümmern? Aber natürlich. Okay, Himbeertörtchen und Orangella, würdet ihr mir beim Dekorieren helfen? Na klar. Oh ja. Was haltet ihr von Krepppapier-Luftschlangen, die wir hübsch an die Decke drapieren? Krepppapier drapieren wird erledigt. Bonnie und Citronella, könnt ihr bitte so viele Glühwürmchen wie möglich besorgen, um die Halle zu erleuchten? Aber klar doch. Wir sind schon dabei. Himbeertörtchen und ich fangen auch schon mal an. Ich sollte auch besser sofort anfangen, wenn wir das in 2 Tagen alles schaffen wollen. Dankeschön für die Hilfe. Ich werde dafür sorgen, dass das der beste Glimmerbärenball wird, den es in Witzi-Bärchenhausen je gab. Das ist bärig schön, Mädels. Oh, sieht wirklich toll aus. Und das Allertollste ist, dass wir einen ganzen Tag früher fertig sind. Oh, das bedeutet, dass ich morgen noch Zeit habe, ein paar richtig schöne Tischdecken zu nähen. Und ich habe noch Zeit, die richtige Musik auszusuchen. Ja! Yay! Der Ball wird bestimmt super toll. Das stimmt schon, aber wir haben morgen trotzdem noch eine Menge zu erledigen. Lasst uns schlafen gehen und wir sehen uns morgen in aller Frühe wieder. Was in aller Welt ist denn hier passiert? Die Snacks sind verschwunden. Die Glühwürmchen sind alle weg. Oh, und die Luftschlangen und Tischdecken sind alle kaputt. Wenn das ein Scherz sein soll, ist er nicht witzig. Wer könnte denn so etwas tun? Keine Ahnung, aber das hier ist sehr kuschelig. Hier könnte ich sofort einschlafen. Wir haben jetzt keine Zeit zum Schlafen. Wir müssen alles nochmal machen und wieder ganz von vorne anfangen. Das schaffen wir schon. Wir haben noch einen Tag Zeit, um es wieder in Ordnung zu bringen. Na klar, und ich gehe schon mal los, um ein paar Glühwürmchen zu sammeln. Ich möchte wirklich gern wissen, wer so etwas tun würde, so etwas Gemeines. Zumindest niemand aus Witzi-Bärchenhausen. Ganz genau. Also jemand von außerhalb. Und ich werde herausfinden, wer. Und er oder sie wird mir Rede und Antwort stehen müssen. Plätzchen? Oh, du magst doch gar keine Cranberries. Plätzchen? Pass auf. Oh, wie soll ich Cranberry-Kekse machen, wenn du immer dabei bist? Ich hab dir doch gesagt, dass ich noch viel erledigen muss. Oh, komm schon, du verrückter kleiner Kerl. Wir spielen später zusammen, einverstanden? Huh? Emilys Café, ich hoffe, Sie haben einen bärig netten Tag. Hier spricht Emily. Oh, hi, Fläumeli. Was? Aha. Ihr bleibt alle heute Nacht in dem Baum? Das ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass nochmal alles durcheinandergebracht wird. Das hört sich sehr lustig an. Vielleicht kann ich ja später dazukommen. Ich muss nur noch eine einzige Ladung Snacks machen. Oh, warte kurz. Plätzchen, los, geh. Und hol mir den Handschuh, ja, mein Kleiner?
Ich mache die Cranberry-Kekse. Die liebt Bonnie ganz besonders. Oh, ich bin jetzt schon gespannt zu sehen, wie sehr sie sich darüber freuen wird. Plätzchen? Plätzchen, nein! Oh. Fleumeli, es sieht so aus, als könnte ich leider doch nicht zu euch kommen. Wieso? Lass es mich so ausdrücken, ich hatte kurz keine Kontrolle mehr. Viel Glück und viel Spaß. Bis morgen früh. Bye. Herrje, was ist denn nur in dich gefahren, du verrücktes kleines Plätzchen? Was ist? Ach so. Du denkst, die Cranberry sei dein Ball. Kein Wunder. Du dachtest also, ich würde deinen Lieblingsball kochen. Oh, es tut mir leid, dass ich dich nicht verstanden habe. Komm mit, wir suchen deinen Ball. Da ist er ja. Jetzt lässt du mich vielleicht meine Cranberry-Kekse zu Ende machen. Oh, und alles andere. Glaubst du denn, wir kriegen denjenigen? Oh, er oder sie wird bestimmt zurückkommen. Ich bin bestens vorbereitet. Hey, das blendet mich ganz schön. Hör auf. Oh, entschuldige. Ich muss schnell reagieren, wenn die Eindringlinge auftauchen. Fleumeli? Wenn es so hell ist, werden sie nicht herkommen. Oh, richtig. Wie lange müssen wir denn noch warten? Dieser Boden hier ist ziemlich ungemütlich und hart. Ja, nicht gerade wie ein gemütliches Daunenbett. Hey, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir den Haufen Krepppapier von draußen wieder reinbringen? Ah, das war ein wirklich kuscheliges Bett. Gute Idee. Oh, ich weiß nicht, Mädels. Wir wollen doch versuchen, den Raum hier schön ordentlich zu halten. Keine Sorge, Fleumeli. Wir machen das morgen früh wieder sauber. Ah, wirklich? Das ist sehr kuschelig. Total gemütlich. Aber wir müssen wachsam bleiben. Kein Problem. Wir bleiben wachsam und passen auf. Ganz ehrlich, Fleumeli, ich glaube nicht, dass sie noch mal wiederkommen werden. Was war denn das eben? Der Wind? Eine fallende Eiche? Eine wirklich große Schneeflocke? Bereit? Eins, zwei, drei! Oh, es sind nur zwei total süße Streifenhörnchen. Ach, sie sehen vielleicht süß aus, aber gemein sind sie trotzdem. Ich werde diesen Eindringlingen nicht erlauben, unseren Ball zu ruinieren. Hey, verschwindet von hier! Genau, so ist es richtig. Das hier ist unser Baum. Ja, wir haben es geschafft. Oh, können wir jetzt nach Hause? Ja, aber erst noch eine kleine Vorsichtsmaßnahme. So, das sollte diese Schelme daran hindern, reinzugehen. Jetzt können wir diesen Müllhaufen gegen unsere richtigen Betten eintauschen. Morgen ist ein großer Tag. Der Glimmerbärenball! Oh, ich bin schon super aufgeregt, euch alle in euren wunderhübschen Ballkleidern zu sehen. Die sind frech, spektakulär. Und ich habe eine neue Choreografie für uns ausgearbeitet. Und ich will eure Begeisterung hören für das leckere Essen, das wir heute serviert bekommen. Ja! Ja! Dankeschön. Und ich will eure Freude darüber hören, wie toll Fleumeli das alles geplant hat. Danke. Ich bin ja so froh, dass unsere Stadt heute Abend einen wunderbaren Glimmerbärenball feiern kann. Ja, der Raum sieht wirklich fantastisch aus. Das musst du sehen, Emily. Ich kann es kaum erwarten. Ich komme nach, wenn ich alles eingepackt habe. Okay, bis gleich. Oh nein, nicht schon wieder. Wer hat von unseren Snacks genascht? Und wer hat unsere Glühwürmchen
Schmetterlinge verjagt. Und wer hat auf unseren Luftschlangen geschlafen? Sie sind immer noch hier? Ach so, ihr versucht unsere Party zu sabotieren, hä? Wacht auf! Wacht auf, ihr miesen Eindringlinge! Macht, dass ihr wegkommt! So, jetzt sollten wir uns beeilen, das hier wieder aufzuräumen. Wir haben doch kaum noch Zeit. Was ist das? Das weiß ich nicht. Es klingt, als ob es auf uns zukommt. Oh, lasst uns vorsichtig. Das können Sie doch nicht mit uns machen. Ich wurde noch niemals vorher so grässlich behandelt. Passt auf, Mädels, es wird Zeit, dass wir denen eine Lektion erteilen. Und ich werde die Lehrerin sein. Wir machen das so. Hey! Jetzt fühle ich mich wie Blaubeereis. Okay, Sie haben es nicht anders gewollt. Das sollte Ihnen zeigen, dass es kein Spaß ist, mich zu ärgern. Jetzt wollen wir mal sehen, wie Sie hier in unseren Glimmerbeerenballsaal noch mal eindringen. Kommt auf der Stelle und unverzüglich herunter. Habt ihr mich verstanden? Hä? Wer ist da? Hier sind Emily und Plätzchen. Was ist denn da drin los? Große galoppierende Gänsebeere. Was ist passiert? Zwei ungezogene Streifenhörnchen haben andauernd unsere Dekoration kaputt gemacht. Und jetzt haben sie auch noch unsere Ballkleider gestohlen, nur um uns zu ärgern. Streifenhörnchen? Oh, das ist bärig seltsam. Das sind eigentlich eher schüchterne Tierchen. Es muss also einen Grund geben, warum sie rumstänkern. Oh, das haben sie gemacht? Hast du schon mal so etwas Gemeines gesehen? Einfach die Dekoration zu zerrupfen. Wir haben sie gefunden, als sie auf dem Haufen geschlafen haben. Und sie sind nicht die Einzigen. Himbeertörtchen wollte auch darauf schlafen. Das ist aber auch wirklich sehr kuschelig. Ja, da hast du recht. Oh, das ist also der Grund. Was ist der Grund, Emily? Die Streifenhörnchen sind nicht die Eindringlinge, sondern wir. Wir? Aha. Sie haben sich diesen Ort ausgesucht, um hier Winterschlaf zu halten. Und wahrscheinlich waren sie schon längst vor Pfläumeli hier. Aber wieso müssen sie uns jetzt unseren Glimmerbeerenball ruinieren? Gestern habe ich nicht verstanden, wieso Plätzchen nicht aufgehört hat, mich anzubellen, als ich die Cranberry-Kekse gemacht habe. Aber als ich versucht habe, es aus seinem Blickwinkel zu sehen, habe ich verstanden, dass er dachte, die Cranberry sei sein roter Ball. Und ich sollte mit ihm Fangen spielen. Und? Betrachte diesen Baum aus der Perspektive der Streifenhörnchen. Was so aussieht, als ob sie Essen klauen, ist eigentlich nur ihr Versuch, während des Winters nicht zu verhungern. Was also für uns so aussieht wie ein großer Haufen Müll, ist eigentlich ihr Bett, oder? Genau, du hast es erraten. Also haben wir die ganze Zeit versucht, sie aus ihrem Haus zu jagen?
Ich befürchte ja, Pfleumeli. Och, jetzt fühle ich mich ganz furchtbar. Kommt, Mädels. Wir nehmen lieber unsere Sachen und gehen nach Hause. Aber wo machen wir dann unseren Glimmerbärenball? Ich denke, ich habe eine Idee. Passt auf, wir könnten doch... Ja, und dann, okay, was machen wir? Hey, ihr kleinen Kerle. Können wir kurz mit euch reden? Nur reden. Wir tun euch auch nichts. Das tut mir so leid, dass wir euer Winterquartier wegnehmen wollten. Wir möchten unseren Glimmerbärenball gerne in einen Winterschlafball verwandeln. Wäre das für euch in Ordnung? Jeder von uns bringt Spenden mit zu der Party nachher, damit ihr genug Essen für den langen Winter habt. Wo gehen Sie denn jetzt schon wieder hin? Ja! Ohne Pause, ohne Stopp. Und fällst du hin, dann stehst du wieder auf. Du machst das Beste draus, vergisst den Rest, das zahlt sich aus. Wir sind die Champions für diesen Lauf hier genau. Zeigen wir es allen in der Welt, wie hell wir scheinen. Um zu wissen, dass eins sicher ist, gibt niemals, jemals, niemals, jemals einen Traum auf, an den du glaubst. Das war wirklich der beste Ball, den es je gab. Es gab keinen besseren. Ich finde, den Streifenhörnchen zu helfen, hat viel mehr Spaß gemacht, als nur einen Glimmerbärenball zu veranstalten. Das finde ich auch. Das hat es zu etwas Besonderem gemacht. Das ist fast wie Emilys geheime Punschzutat. Liebe Wünsche? Ja. Das Fest war etwas ganz Besonderes, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, wie die Streifenhörnchen ihr Quartier und ihr Futter für den Winterschlaf genießen werden. Glaubst du also, sie hatten Spaß auf dem Fest? Ich glaube, das sagt alles. Süße Träume. Wir sehen uns im Frühling wieder. Das ist perfekt. Aber ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Sieh da! Das sieht so aus, als ob es echt Spaß macht. Ja!
Mama. Dankeschön. Und wieder ein zufriedener Kunde mehr. Haben wir zwei Teams. Also lasst uns den Pavillon als Tor benutzen und das andere... Oh, wie wäre es mit dem Gänseblümchen? Da hinten, das so hängt. Ja, das ist perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schiedsrichter. Vielleicht braucht dieses Spiel eine nicht auf den Schultern anderer Leute stehen Regel. Ich habe da eine andere Idee. Warte mal, ist das erlaubt? Jedenfalls ist es nicht verboten. Also eigentlich ist bisher gar nichts verboten. Gut, wenn das so ist. Okay, also mit einem Pogo-Stick kommen wir nicht gegen zwei Vögel an. Zurück in meinen Laden. Ach, ich muss auch zurück. Ich auch. Das war wirklich ein sehr lustiger Tag. Du hast ein super tolles Spiel erfunden, Orangella. Wie nennst du es denn? Ich weiß nicht genau. Der Ball ist mit Löwenzahnsamen gefüllt. Wie wäre es also mit Löwenball? Löwenball, Orangella. Klingt klasse. Ganz vorsichtig schlich das kleine Bärchen auf Zehenspitzen die Treppen des Schlosses. Toll geblockt! Wartet! Ich hab doch noch gar nicht zu Ende vorgelesen! Hallo, Bonnie! Hallo, Emily. Ist es okay, wenn das Vorlesen heute mal hier stattfindet? Natürlich, aber es ist doch so wunderschön draußen. Naja, draußen ist aber auch ganz schön viel los. Wie meinst du das denn? Oh. Ich kann mir keinen besseren Tag für ein Stickpicknick vorstellen als heute. Hallo. Hallo, Emily, wie geht es dir? Wolltet ihr heute nicht sticken? Tja, wir wurden draußen so dermaßen vom Löwenball abgelenkt. Also dachten wir, dass wir unser Picknick hier bei dir weiter genießen. Nur damit wir nicht noch mehr abgelenkt werden, weißt du? Hallo, Flymily. Hallo, Emily. Ich möchte dich gern um einen Gefallen bitten. Aber gern. Was kann ich für dich tun? Ich brauche Hilfe beim Säubern der großen Wiese. Na klar, helfe ich dir. Und wofür säubern wir diesen Bereich? Damit ich genug Platz für meine Tanzstunden habe. Warte einen Augenblick. Ich dachte, du willst die Tanzstunden neben dem Pavillon machen. Wollte ich ja auch. Aber weil Löwenball so beliebt ist, glaube ich, es ist besser, es woanders zu machen.
Da draußen ist doch mehr als genug Platz für alle. Löwenball sollte niemanden von uns behindern. Und trotzdem müsste es möglich sein, dass wir Löwenball spielen können. Genau. Jeder hier sollte das tun können, worauf er Lust hat. Und zwar auch draußen. Wir müssen das nur ein bisschen planen. Aber wie soll das Handy mir auch einfallen können? Gut, und wer soll das übernehmen? Ich würde es ja machen, aber zuerst muss ich die Kostüme für Pfleumelis Aufführung fertig nähen. Ja, das stimmt. Und ich muss noch üben. Wer wäre denn gut darin? Tja, da ich diejenige war, die den Ball ins Rollen gebracht hat. Mehr fliegen als rollen. Vielleicht sollte ich mich darum kümmern. Es müsste doch möglich sein, die Sache in den Griff zu bekommen. Ich könnte mir was ausdenken. Keine Ahnung, eine Art Terminplan. Oh, und was wäre mit Citronella? Was, ich? Ja, du machst doch die ganze Zeit Termine für deinen Salon. Und wenn wir einen Terminplan hätten, wäre das Problem gelöst. Ja, ich denke, du hast recht. Okay, ich werde es versuchen. Bist du damit einverstanden, Orangella? Du hast dich schließlich zuerst gemeldet. Ach ja, kein Problem. Himbeertörtchen hat ja recht. Citronella macht das mit den Terminen sehr gut. Außerdem muss ich mich um meinen Laden kümmern und habe wenig Zeit. Ich muss noch Arbeit aufholen, die wegen dem Löwenball liegen geblieben ist. Bis später. Okay, Orangella, dann bis später. Es war einmal vor langer Zeit ein großes Babybärchen, das es liebte, Purzelbäume zu schlagen. Ich liebe diese Geschichte. Was ist denn los? Wieso stehen alle nur so rum? Wir warten darauf, dass Bonnie Stunde um ist, damit wir weiterspielen können. Oh, wo ist denn Bonnie? Sie ist schon seit einer Weile fertig und ist zurück in ihren Laden gegangen. Und warum spielt ihr dann nicht einfach wieder? Citronellas Terminplan sagt, dass wir erst anfangen dürfen, wenn Bonnies Lesestunde vorbei ist. Aber das ist doch völlig... Ja! Da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Hallo, Mädels. Oh, hallo. Hallo, Emily. Ist Citronella da? Hi, Citronella. Wie läuft es denn so? Gut. Ich bin fast fertig damit, glaube ich. Eine Stunde zum Blumengießen, eine zum Marmelade kochen. Weißt du, Citronella, vielleicht ist eine Stunde für manche Dinge zu lang und für andere Dinge zu kurz. Wie meinst du das denn? Naja, ich habe nicht eine ganze Stunde gebraucht, um den Babybärchen vorzulesen. Und die Bärchen brauchen mehr als eine Stunde, um Löwenball zu spielen. Oh je, daran habe ich gar nicht gedacht. Die Termine für meinen Salon mache ich immer stundenweise. Ich kann mir was anderes ausdenken, aber das dauert bestimmt ewig. Und dann habe ich keine Zeit, um noch Haare zu stylen. Vielleicht kann jemand aushelfen, damit ich wieder aufholen kann. Tja... Ich bin ganz schön beschäftigt, aber ich nehme an, ich könnte trotzdem... Oh, wisst ihr, wer darin gut wäre? Bonnie! Fleumeli hat vollkommen recht. Was, ich? Na klar. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Recherchen, Details, mit Zahlen umgehen, das sind alles Dinge, die du tagtäglich tust. Wenn ihr meint, das sind alles Sachen, die mir Spaß machen. Okay, ich werde mein Bestes versuchen. Oh, danke, toll. Warte, ich helfe dir, die Unterlagen rüberzutragen. Bist du damit einverstanden, dass Bonnie die Planung übernimmt? Ach, natürlich. Das sind Dinge, die Bonnie wirklich gut kann. Sie findet bestimmt heraus, was am besten für alle ist. Ich habe noch so viel in meinem Laden zu erledigen. Ich gehe jetzt besser. Oh. Bis dann. Bis dann, Orangella. Genau, wie ich es mir dachte. Ja, ich glaube, jetzt habe ich die Lösung.
Von links nach rechts sind die Tage der Woche abgebildet. Rechtecke bedeuten Löwenball. Das Quadrat steht für den Quiltclub. Die Vorlesestunde für die Babybärchen ist das Sechseck. Fläumelis Tanzstunden sind die Kreise. Der Buchclub zwei Quadrate. Gut, das ist jetzt der Plan für Dienstag früh ab 9 Uhr. Jetzt kommen wir zu Mittwoch. Wartet kurz. Das ist Montag. Wartet noch kurz. Nun ja, das wäre dann erstmal das Ende der Präsentation meiner, Präsentation. Aber ich habe Kopien von diesen Plänen für alle gemacht. Und zwar im handlichen Kleinformat, damit ihr es immer dabei haben könnt. Hier für dich. Hier, bitteschön. Das ist ihr's. Da hast du. Hier, bitte. Das ist deins. Eins für dich und eins für dich. Wow, das ist wirklich großartig, Bonnie. So viele, Details und so gründlich. Aber ich sage euch, es war viel komplizierter, das System auszuarbeiten, als ich eigentlich dachte. Ich bin mir sicher, dass es gut funktioniert, wenn wir es erstmal alle durchschaut haben. Was ist denn hier los? Eigentlich bin ich doch mit meinem Buchclub dran. Und ich dachte, dass jetzt meine Gymnastikstunde ist. Aber die anderen glauben auch alle, dass sie jetzt dran sind. Oh, oh. Ich bin dran. Das ist unfair. Hier steht es doch. Ich habe zweimal nachgesehen. Ich weiß, dass ich dran bin. Ich verstehe das nicht. Wartet kurz, ich bin gleich wieder da. Okay, irgendwo hier muss es doch stehen. Das ist es schon mal nicht. Aha, hier draußen der Bereich darf jetzt benutzt werden für Maria Käfers Überraschungsgeburtstagsparty. Mein Geburtstag ist doch erst in 2 Monaten. Moment, eine Überraschungsparty? Ich weiß, dass es hier irgendwo ist. Ich habe es doch gerade erst gesehen. Es tut mir so leid. Passt auf, wir mögen doch alle Löwenball, oder? Also lasst uns jetzt erstmal spielen und ich versuche mir einen besseren Terminplan auszudenken. Wieso nicht? Okay. Ja. Ja. Super. Ja. Wow, das ist schwieriger, als ich dachte. Ich glaube, die Planung für heute kann ich irgendwie überarbeiten. Aber vielleicht kann eine von euch sich an dem Rest versuchen. Wie wäre es mit dir, Himbeertörtchen? Oh, wieso nicht? Ich versuche es gern. Aber ich glaube, die perfekte Person dafür wäre... Emily Erdbeer. Ja, schließlich planst du auch die ganzen Termine fürs Café. Vielleicht. Aber ich frage mich, ob Orangella es nicht zuerst probieren sollte. Orangella? Klar. Wieso denn nicht? Oh nein, 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 nein. Es ist ja nicht so, dass wir daran zweifeln, dass sie das könnte. Oh nein, sie kann echt schnell nachdenken. Wirklich exzellent. Aber manchmal ist sie irgendwie... So völlig verplant? Ja. Und sie musste auch nie vorher sowas in der Art organisieren. Keine von uns musste jemals vorher solche Dinge planen. Ich glaube, wenn wir ihr eine Chance geben, wird sie uns ganz schön überraschen. Ja, und sich selbst. Was ist denn los? Weißt du, Emily hatte da eine Idee. Und wir wollten dich fragen, was du davon hältst. Sie meinte, du solltest die Aktivitäten draußen planen und organisieren. Ach, ich weiß nicht, ob ich das wirklich könnte. Planen, organisieren, Termine machen. Und ich habe hier im Laden auch wirklich ganz schön viel zu tun. Was musst du denn so erledigen? Ich muss mir notieren, was gekauft wurde, damit ich weiß, was ich neu bestellen muss. Ich muss mir Gedanken machen, wo ich was lagere, wenn es geliefert wurde. Und ich muss alle Waren an ihren richtigen Platz stellen, damit auch jeder sofort findet, was er sucht. Dann muss ich noch meinen wöchentlichen Kalender schreiben, womit ich plane, wann ich den Laden sauber mache, wann ich die Regale auffülle. Klingt nach ganz schön viel Planung, Organisation und Termine machen. Oh, das stimmt. Deswegen habe ich ja auch keine Zeit, um... Worüber freut ihr euch denn so? Weil alles, was du gerade gesagt hast, mit Planen, Organisieren und Terminen zu tun hat. Und das sind ganz genau die Dinge, die wir für unsere Gemeinschaftsfläche draußen so dringend brauchen. Und ich weiß, wovon ich rede. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Oh, es war ein ganz schöner Berg an Arbeit. Aber dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich wie bei mir im Laden ist. Ich muss mit einer Sache anfangen und dann das nächste machen.
Wieso ist mir das denn nicht eingefallen? Also habe ich alles in kleinere Bereiche aufgeteilt. Und der erste war, Löwenballspielen zu organisieren. Na klar, das klingt total logisch. Also, ich habe 6 Teams aufgestellt. Jeder von euch kann sich in ein Team eintragen. Ich bin natürlich im orangenen Team. Ich habe mir überlegt, wie lange gewöhnlich ein Löwenballspiel dauert. Und ausgerechnet, wie viele Spiele wir pro Woche machen müssen, um eine Saison im Monat zu spielen. Jetzt wird montags, mittwochs und freitags Löwenball gespielt. Ich habe die ganze Saison geplant. Es gibt sogar eine Meisterschaft. Oh, yay! Als ich das Spiel organisiert hatte, konnte ich die anderen Aktivitäten an den restlichen Tagen planen. Ja! Hier findet Himbeertörtchens Modenschau statt. Oh, das ist perfekt. 2 Stunden sind genau die Zeit, die ich zum Aufbauen brauche. Und das sind die idealen Zeiten zum Vorlesen. Da sind die Babybärchen wach. Und alle meine Gymnastikstunden sind dann, wenn es schön kühl draußen ist. Und hier sind noch kleinere Versionen des Plans. Wow, Orangella, es sieht so aus, als hättest du an alles gedacht. Wären wir doch nur hilfreicher gewesen. Das könnt ihr doch immer noch sein. Ein paar Sachen fehlen ja noch. Oh, hey, die Teams brauchen Uniformen. Was meint ihr? Ich kann sie doch entwerfen. Und für Löwenball sollte es ein Regelbuch geben. Ich wollte schon immer ein offizielles Regelbuch schreiben. Oh, und die Teams müssen angefeuert werden. Ich werde mir ein paar Cheerleading-Figuren ausdenken. Oh, wow, Orangella, es tut mir so leid, dass wir je an dir gezweifelt haben. Ich habe ja auch an mir gezweifelt. Emily hat mich erst auf die Idee gebracht, dass ich das könnte. Man kann nur herausfinden, ob man etwas gut kann, wenn man es ausprobiert. Oder man findet heraus, dass man es nicht so gut kann. Orangella, warte mal kurz. Oh, das hast du wunderbar gemacht. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ich könnte auch Hilfe gebrauchen, um meine Post besser zu organisieren. Gern, Maria Käfer. Das wäre mir eine Freude. Orangella, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Natürlich, Prinzessin. Was kann ich denn für dich tun? Ich habe mich gefragt, ob du schaffst, dass die Bärchenfarm etwas besser funktioniert. Das werde ich gerne versuchen. Gleich, wenn ich fertig bin, Maria Käfer in der Post zu helfen. Da bist du ja. Ich habe versucht, meinen Buchladen neu zu organisieren, aber mir fällt nichts ein. Könntest du mir vielleicht... dabei helfen? Na klar. Gleich, wenn ich Maria Käfer und Prinzessin Bärchen geholfen habe. Ich meinte gleich nach einem Spiel Löwenball. Komm mit! Flott, ohne Pause, ohne Stopp. Und fällst du hin, dann stehst du wieder auf. Du machst das Beste draus, vergisst den Rest, das zahlt sich aus. Wir sind die Champions für diesen Lauf hier genau. Zeigen wir es allen in der Welt, wie hell wir scheinen. Um zu wissen, dass eins sicher ist, gibt niemals, jemals, niemals, jemals einen Traum, an den du glaubst. Als hätte jemand eine wirklich schöne Zeit. Hallo, Prinzessin! Hallo, Emily! Juhu! Oh, die Babybärchen sind wirklich wirklich süß. Und da es inzwischen so viele sind, dachte ich, wir brauchen einen neuen Kindergarten mit Spielplatz für sie. Oh. Sie werden sich ganz sicher...
sicher darüber freuen. Das glaube ich auch, aber... Aber was? Weißt du, irgendwie sieht alles so langweilig aus. Das Metall ist grau, das Holz ist braun. Irgendetwas fehlt, oder? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Es könnte wirklich etwas Farbe vertragen. Genau, und vielleicht auch, Dekoration? Ja! Design? Ja! Stil? Oh ja! Eine komplette Verschönerung? Genau! Hast du eine Idee, wer das machen könnte? Ich weiß sogar zwei Leute, die das sehr gut machen könnten. Zitronella und Himbeertörtchen. Hervorragend! Ich bin schon lange eine Bewunderin ihres kreativen Könnens. Ich werde es Ihnen sofort sagen. Sie werden begeistert sein. Sie werden Luftsprünge machen und sagen... Ich glaube nicht. Aber ihr seid genau die Richtigen für dieses Projekt. Stimmt, wir sind natürlich beide bärig stilvoll. Jede auf ihre Weise. Aber es ist wahrscheinlich besser, wenn wir... Nein, danke sagen. Das verstehe ich nicht. Ihr mögt beide die Prinzessin. Auf jeden Fall. Und ihr liebt doch beide die Babybärchen. Auf jeden Fall. Und ihr seid beide so talentiert. Definitiv. Was ist dann das Problem? Sie ist das Problem. Weißt du, na ja, wir sind beide sehr, sehr, sehr... kreativ. Aber wir haben auch sehr unterschiedliche Ideen, die, na ja, nicht zusammenpassen. Und dann gibt es verletzte Gefühle, Tränen. Und Streitereien. Das verstehe ich nicht. Oh, ich glaube, sie braucht ein Beispiel, sonst versteht sie uns nicht. Aber welches nehmen wir? Crockett Club! Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben ein Plakat für den Crockett Club gemacht. Und ich fand, der perfekte Slogan wäre, das wird einfach baltastisch. Und ich fand, der bessere Slogan wäre, hier schlägt nicht nur dein Herz höher. Das ist viel klüger, leichter zu merken. Ich weiß auch nicht, viel aktueller. Und ich fand die Farbzusammenstellung überhaupt nicht gut. Sie meint meine Farbzusammenstellung. Siehst du, wir haben beide gute Ideen. Aber wir können uns nicht einigen, welche besser ist. Aber ihr zwei seid doch Freunde. Ihr werdet ein tolles Team. Zitronella mit deinem Sinn für Schönheit und Himbeertörtchen mit deinem Modebewusstsein. Danke für die Blumen, aber ich glaube immer noch, dass wir uns nur nerven würden. Naja, könntet ihr wenigstens nur ganz kurz nicht streiten? Gerade lange genug, um der Prinzessin und ihren Ideen zuzuhören? Oh, die Babybärchen werden total ausflippen. Sie werden vor Freude schreien. Sie werden es hier lieben. Ich bin so froh, dass ihr das sagt. Also, hier drüben dachte ich, könnten wir einen Malplatz einrichten mit Wachsmalstiften und Staffelei und... Oh, und Fingerfarbe. Und Lehm zum Töpfern. Das sind tolle Ideen. Und dort sollen Spiele und andere Aktivitäten hinkommen. Zum Beispiel... Ja, ein farbenfrohes... Ihr wisst schon, ein buntes... Wie heißt das nochmal? Hoppel-Doppel-Hips-Hopsebrett. Brillant, das wird der allererste. Der originale. Der einzigartige. Hochklassige Superspielplatz. Also, kümmert ihr euch darum? Ja! Oh, wunderbar. Oh, fast hätte ich das vergessen. In 2 Tagen soll schon die Eröffnung sein. Glaubt ihr, dass dann alles fertig ist? Das ist kein Problem. Oh, danke. Ich komme später noch mal vorbei, um zu gucken, wie alles klappt. Also gut, zuallererst sollten wir unbedingt ein paar Farben in das Pusteblumen-Hopsebad bringen. Das gesamte Farbschema hier ist total daneben geraten. Ja, hört sich gut an, aber die Prinzessin will hier Stil reinbringen, also lass uns mit meinem Hopsebrett beginnen. Dein Hopsebrett? Hm? Oh, ich meine natürlich unseres, aber ich habe die perfekte Idee dafür. Gut, okay. Also, ich meine, es bringt ja nichts, darüber zu streiten. Natürlich nicht. Wieso sollten wir das tun? Guck mal, sieht das nicht fröhlich aus? Gib mir mal die rote Farbe, Himbeertörtchen. Himbeertörtchen? Himbeertörtchen? Was machst du denn da? Ich mache die Art von Kunst, die die Babybärchen vor Verzückung jauchzen lässt.
Ich dachte, wir arbeiten gemeinsam an meinem Hopsebrett. Tja, du hattest gerade so viel Spaß dabei, deine altmodischen Muster zu malen. Da dachte ich mir, ich lasse dich damit lieber allein. Altmodisch? Also, das nennt man Retro und das ist jetzt wieder total aktuell. Ja, klar, ich bin davon überzeugt, dass es Leute gibt, die das mögen. Aber, weißt du, ich bin eher für den trendigeren, moderneren Look, der jetzt in ist, da es bei richtig toller Mode darum geht, mutig zu sein. Etwas zu riskieren und Neues auszuprobieren. Ja, richtig tolle Mode. Wenn dir gefällt, was die Designer letztes Jahr so angerichtet haben. Aha, perfekt. Citronella? Citronella? Wie, was? Was tust du da? Deine mutige, risikobereite, moderne Malerei ist natürlich total interessant. Aber glaubst du nicht, dass sie etwas zu grell ist für die Augen der Babybärchen? Nein. Das glaube ich nicht. Weißt du, ich schon. Da hatte ich die Wahl zwischen, gebe ich ihnen Sonnenbrillen, um sie vor diesen grellen Farben zu schützen. Süß. Oder? Oder. Und dafür habe ich mich dann entschieden, einfach selbst ein Pusteblumen-Hopsebad zu bauen, das wirklich stylisch ist. Und es ist wieder soweit. Du denkst, dass deine Ideen besser sind als meine. Genauso wie beim Crockett-Plakat. Das Crockett-Plakat hätte toll aussehen können, wenn du auf mich gehört hättest, aber... Okay, okay. Ich werde jetzt nicht mit dir streiten. Ich lasse einfach die Prinzessin entscheiden, welches Hopsebad besser aussieht. Oh. Hey, Citronella, könntest du die andere Seite bitte mal? Oh, ich schaffe es alleine. Schon gut. Himbeertörtchen, könntest du mir bitte mal kurz das hier... Oh, vergiss es. Wenn Himbeertörtchen meine Arbeit nicht zu schätzen weiß, dann soll sie es doch so machen, wie sie es mag. Ganz allein. Oh! Das hier ist langsam nicht mehr lustig. Wenn Citronella meine Arbeit nicht schätzt, dann kann sie... alles ganz allein machen. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und eins, zwei, drei und das ist es. Du kannst es. Schön. Exzellent, wirklich ausgezeichnet. Oh, danke, Fläumeli. Ich bin froh, dass wenigstens einer mag, was ich tue. Ach, Citronella mag deine Sachen auch. Citronella mag ihre Sachen lieber. Sie macht alles so, wie sie es will. Ich hab aufgegeben. Aber Himbeertörtchen, ist diese Aufgabe nicht eher was für zwei? Oh, du kannst mir glauben, dass Citronella alleine viel glücklicher ist. Wieso glaubst du das? Weil sie sich ab jetzt nicht mehr mit mir streiten muss. Hallo, Citronella. Hallo, Emily. Hallo, Mädels. Was macht ihr so? Hey, hallo, das Citronella. Ist ja eine Überraschung. Wie geht es dir? Wir bereiten das Essen und die Musik für die große Eröffnung des Kindergartens morgen vor. Wie läuft es denn dort? Wirklich toll. Oh, lecker. Braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Arbeitest du nicht mit Himbeertörtchen zusammen? Eigentlich schon. Aber sie denkt, dass ihre Ideen besser sind als meine. Also lasse ich sie alles alleine machen. Wow, ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Wäre es nicht besser zu zweit? Nicht, wenn die zwei sich nicht einigen können. Citronella, ich sitze gerade an einem neuen Song. Sag mir, wie du ihn findest. Wenn es draußen stürmt und regnet, glücklich, wer da seinen Freunden begegnet. Vögel brauchen Federn, auch Teamwork ist zu empfehlen. Und wie findest du ihn? Hast du noch irgendwas poppigeres? Oh,
Juhu, Citronella, du bist es. Hey, da bist du ja. Ja. Bist du etwa schon fertig? Was? Arbeitest du nicht auf dem Spielplatz? Du etwa nicht? Ich dachte, du machst weiter. Ich habe aufgehört, damit du alles so machen kannst, wie du es magst. Ich doch auch. Es ist nicht fertig. Hallo, ihr beiden. Hallo, Emily. Schöner Tag. Hey, ich habe gerade gehört, dass Prinzessin Bärchen auf dem Weg ist, sich eure Arbeit anzusehen. Hoffentlich habt ihr eure Differenzen beigelegt und alles ist erledigt. Was für ein Chaos. Unglaublich, dass du einfach weggegangen bist und alles liegen gelassen hast. Wieso ich? Du bist doch auch weggegangen. Wenn die Prinzessin das sieht, wird sie total enttäuscht von mir sein. Tja, und was ist mit mir? Vielleicht rede sie ja nicht mal mehr mit mir. Alle werden davon hören und das Vertrauen in mich verlieren und niemand wird mehr in meinen Salon kommen. Aber es geht hier auch um mich, denn ich habe auch meinen guten Ruf zu verlieren, nicht nur du. Wenn du nicht gewesen wärst, dann... Wieso ich? Was ist denn mit dir? Naja, du bist schließlich weggegangen, ohne mir Bescheid zu sagen. Du doch auch. Ich mach das hier ja auch nicht für dich. Und ich auch nicht für dich. Sich gegenseitig zu beschuldigen hilft jetzt nicht weiter. Ja, du hast recht. Ach ja? Ja. Und was machen wir jetzt? Naja, wir müssen die Prinzessin daran hindern, das hier zu sehen, bevor wir fertig sind. Oder bis zumindest aufgeräumt ist und fast fertig. Einverstanden. Ach ja? Absolut. Wir müssen versuchen, sie aufzuhalten. Komm mit. Oh, guten Tag, Prinzessin. Willst du unsere Arbeit bewundern? Ja. Wie kommt ihr beiden denn damit voran? Oh, ganze prächtig. Wir können es kaum erwarten, es dir zu zeigen. Oh, wartet kurz. Oh je. Oh nein. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso? Was ist los? Was ist denn nur passiert, Himbeertörtchen? Die, Stühle, ich meine, die Tischdecken. Oh Mann, ja, wie dumm von uns, das zu vergessen. Wir können der Prinzessin noch gar nicht den Spielplatz zeigen, weil... Sie muss ja zuerst noch den richtigen Stoff für die Tischdecken für die Esstische aussuchen. Schnell, Prinzessin, komm mit zu meiner Boutique. So ein Glück, dass wir dich zufällig getroffen haben. Oh, also dieses Karo-Muster ist grandios und die Farbe würde ganz wunderbar zu dieser Farbe passen. Findest du nicht auch? Aber wir sind uns unsicher mit diesem Punktemuster. Ich finde diese Stoffe alle schön. Ich muss allerdings langsam zurück zur Bärchenfarm. Wie viele Muster habt ihr denn ungefähr noch, die ich mir angucken soll? Oh, es sind nur noch ungefähr 100 plus minus ein paar Dutzend. Wie findest du denn nun diesen Stoff? Was denkst du? Den blauen? Oder den roten? Du beschäftigst sie weiter und ich versuche, Ordnung zu machen. Gute Idee. Karos, das ist eine gute Idee, Citronella. Prinzessin, könntest du dir diesen Stoff bitte auch noch ansehen? Du solltest jetzt gehen. Also haben wir uns jetzt für einen Stoff für die Tischdecken entschieden. Und das ist wirklich die perfekte Wahl. Wie kommt ihr denn voran? Oh, alles ist gut. Die Prinzessin hat sich für ein schönes, blumiges Frühlingsmuster entschieden. Wie läuft denn sonst so alles, Citronella? Oh, ach, weißt du, ich könnte noch etwas mehr Zeit gebrauchen. Tja, Prinzessin, ich befürchte, du musst jetzt zurück auf die Bärchenfarm, oder? Wisst ihr, ein paar Minuten Zeit hätte ich noch, um zu gucken, wie weit ihr schon seid. Herr Jemine, die Blumen, wir haben ja völlig die speziellen Blumen vergessen, stimmt's, Himbeertörtchen? Ach so, ja, die frühblühenden, gelbgefleckten Schnutterblumen. Ja, das sind die Blumen, die heutzutage jeder Kindergarten hat. Ach, wirklich? Seltsam, ich habe noch nie von Schnutterblumen gehört. Oho, doch, alle guten Kindergärten haben solche Blumen. Ich hab's. Was hältst du davon, uns zu helfen, eine zu pflücken? Es wäre mir eine große Freude. Ich glaube, ich sehe eine. Noch etwas höher. Du bist fast dran, Prinzessin. Ist das
wirklich ein Schnutterblumenbaum? So etwas gibt es doch gar nicht. Das ist nur ein ganz normaler Baum, der blüht. Okay, pflücke jetzt einfach ein paar Blumen, Eure Hoheit. Ich hab sie! Ich hab sie! Prinzessin, geht es dir gut? Oh, ich bin etwas durcheinander, aber sonst geht's. Hier habt ihr eure Schnutterblumen. Oh, echte Schnutterblumen. Die sind perfekt. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich zurück zu Bärchen fahren. Also kann ich mir jetzt leider nicht eure Arbeit angucken. Oh, wirklich? Ach, Menno. Naja, es wird morgen früh, wenn wir fertig sind, sowieso noch viel schöner aussehen. Ich sehe euch bei der großen Eröffnung. Wir sind in bärig großen Schwierigkeiten, wenn du doch nur mal auf mich gehört hättest. Wieso glaubst du, deine Ideen seien besser als meine? Ach, lass uns bitte nicht wieder damit anfangen. Vielleicht weiß Emily eine Lösung. Genau, lass uns ein Wettrennen machen. Du gewinnst. Der Ballon wie verrückt hin und her geflogen, kaum zu bändigen. Wir haben sie gerade noch sicher runterbekommen. Und der Spielplatz ist immer noch nicht fertig. Und das Einzige, worin wir uns einig sind, ist, dass wir in der kurzen Zeit niemals fertig werden. Emily, wir schaffen es nie, gut zusammenzuarbeiten. Aber ihr arbeitet doch schon gut zusammen. Hä? Nein, wirklich. Denkt an eure Ideen, um die Prinzessin aufzuhalten. Stoffe, Ballon, Blumen. Ihr hättet ihr zwar besser die Wahrheit sagen sollen, aber das, das war wirklich super Teamwork. Tja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das haben wir wirklich toll hingekriegt. Ja, deine Idee mit den Stoffen war wirklich fantastisch. Oh. Und die Sache mit den Schnutterblumen war einfach brillant. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was eine Schnutterblume ist. Aber versteht ihr, was ich meine? Also? Ich denke, wir geben uns und dem Spielplatz eine zweite Chance. Das ist großartig. Aber es ist trotzdem noch ganz schön viel Arbeit. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Dankeschön, das ist bärig lieb. Aber Himbeertörtchen und ich schaffen das so. Schließlich steht unser guter Ruf auf dem Spiel. Oh ja, und wir haben der Prinzessin gemeinsam versprochen, dass wir es machen. Dann müssen wir es auch gemeinsam beenden. Oh nein, wir haben kaum noch Zeit. Was machen wir jetzt? Wir könnten gemeinsam jedes einzelne Projekt fertigstellen und dann gemeinsam zum nächsten gehen. Wie findest du das? Gute Idee. Wirklich? Wirklich. Wir, ich beste Freunde, sind immer füreinander da. Was auch immer wir zusammen machen, wir wissen, es wird wunderbar. Und fühlst du dich verloren, bist du doch nie allein. Kommst du hier zurück, dann soll das dein Zuhause sein. Das ist deine Welt, hier sollte immer dein Zuhause sein. Oh, seht euch das an, am Arbeitsplatz schlafen. Immerhin ist die Arbeit fertig. Wow, es sieht fantastisch aus. Was für ein großartiges Team. Ich wusste, dass sie es zusammen schaffen. Seht, die Prinzessin kommt schon. Lasst uns schnell das Band festmachen. Es ist perfekt. Bärig perfekt. Prinzessin, würdest du bitte so freundlich sein? Hiermit erkläre ich diesen neuen Bärchenkindergarten für eröffnet. Gemacht. Wir haben nur die Schleife gebunden. Die beiden sind deine Verschönerungs-Superstars. Zitronella, Himbeertörtchen, ich liebe diesen Spielplatz. Er ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Er ist farbenfroh, lebendig, stylisch und lustig, modern und doch altmodisch. Dankeschön, Prinzessin. Und wir müssen uns für den ganzen Ärger, den wir gestern bereitet haben, entschuldigen. Es ist ja nichts passiert.
Sie wollte nicht mal wissen, wer was gemacht hat. Sie war einfach nur mit dem Ergebnis zufrieden. Sie war begeistert vom ganzen Team. Und ich genauso. Dankeschön, Emily. Danke. Und ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir zusammenzuarbeiten. Wie wär's, wenn wir zuerst an einem Nickerchen arbeiten? Ja, du hast es erfasst. Partner. Na Leute, gefällt euch meine neue Frisur? Die steht hier super. Sie sieht toll aus. Habt ihr schon den neuen Bärenshake probiert? Der ist köstlich. Ach übrigens, wo ist eigentlich Emily? Hallo ihr Lieben. Hi Emily. Hallo Emily. Oh, bin ich zu früh? Pünktlich auf die Minute, aber ich hinke etwas hinterher. Warte kurz. Entschuldige, Bonnie, kannst du dich da drüben hinsetzen? Setz dich bitte hier hin. Tee? Ja, danke sehr. So, jetzt können deine Nägel erstmal einweichen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eigentlich gar keine mehr. Ich wünschte, ich könnte schneller frisieren und die Nägel machen. Ausgerechnet heute dürfen wir doch nicht zu spät kommen. Citronella, du bist nicht nur die Schnellste, sondern auch die Beste. Ja, das bin ich auch. Dankeschön, dankeschön. Ich mache doch nur meine Arbeit. Und das tust du vortrefflich. Dank dir werden wir alle bei der großen Eröffnung von Herrn Raupelius Crockett Club fantastisch aussehen. Was ist das eigentlich genau, Crockett? Naja, das ist so ähnlich wie Golf, aber mit Radtouren statt Löchern. Das macht Spaß. Das könnte der neue Look für uns sein. Es tut mir so leid. Oh, ich hab mich. Ich hab's gleich gesagt. Tut mir leid. Okay, halt still. So, ich hab. Nein, das ist doch super. Sieht echt toll aus. Hab noch nie besser ausgesehen. Ich liebe es. Ja, ich auch. Warte, warte, warte. Ah, perfekt. Danke sehr. Oh, ich glaube, sie klemmt. Sie klemmt nicht. Sie ist abgeschlossen. Oh nein, es ist meine Schuld. Wir sind zu spät und Herr Raupelius hat uns ausgesperrt. Ich denke nicht, dass er das tun würde, nur weil wir zu spät sind. Fleumeli? Himbeertörtchen, könnt ihr mir eine Räuberleiter machen? Natürlich. Bitteschön. Also, oh nein, das geht so nicht. So, und jetzt dieses hier. Oh, das ist ja auch zu lang. Mädels, jedenfalls ist er da. Und was tut er? Entschuldigen Sie bitte, Herr Raupelius. Oh. Okay, lasst mich bitte runter. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Es ist meine Schuld, dass wir zu spät kommen. Oh, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Fräulein Citronella. Die Eröffnung meines Crockett Clubs muss leider, nun ja, leider verschoben werden. Muss verschoben werden? Wieso denn? Oh, sie muss verschoben werden, weil das ist mir überaus unangenehm, weil der Rasen wirklich unmöglich aussieht. Beschämend. Das ist so beschämend, oder? Der sieht doch bärig gut aus. Sieht wirklich einladend aus. Ja, finde ich auch. Wie spielt man das? Das wird Spaß machen. Ich nehme Blau. Kannst du mir erklären, wie es geht? Wir versuchen abwechselnd, unsere Bälle durch diese Tore zu schlagen. Aber der Rasen ist uneben. Wenn man den Ball über etwas dermaßen Holpriges schlägt wie diesen Rasen, dann... Ich kann mir gar nicht ausmalen, wo das enden würde. Es tut mir leid, Freunde. Aber ich muss Ihnen mitteilen, dass ich leider, leider erst später eröffnen kann. Wir können Ihnen helfen, den Rasen in Form zu bringen. Ja, ich kann ziemlich gut mit einer Schere umgehen. Das machen wir gerne. Oh, danke sehr, ihr Lieben. Aber Hilfe ist schon unterwegs. Oh, hallo!
meine lieben Bärchen. Dankeschön, dass ihr zu meiner Rettung kommt. Hey, gern geschehen. Das machen wir mit Links. Lasst uns beginnen. Siehst du, Zitronella, jetzt waren wir doch nicht zu spät. Ja, aber nur, weil die Eröffnung verschoben wurde. Es wäre trotzdem okay gewesen. Nein, gar nicht. Ach, Quatsch. Hey, was haltet ihr von einem Picknick am Teich? Ich liebe Picknick. Die Dinge an. Okay, los geht's. Zitronella? Das ist ein toller Plan. Aber da wartet noch Arbeit auf mich in meinem Salon. Aber alle deine Kunden machen ein Picknick. Es ist keiner da, der verschönert werden muss. Doch, mein Salon muss verschönert werden. Ich möchte, dass alles etwas reibungsloser läuft, sodass jeder schneller gestylt werden kann. Okay, ich lass dir was vom Essen übrig. Dankeschön, Emily. Der neue Salon Omad macht wie von Zauberhand Maniküre und perfekte Pediküre und stylt schneller, als man es sich je gewünscht hat. Deine Kunden werden dich lieben. Oh. Aber was denn für eine Überraschung? Das weiß ich doch auch nicht. Zitronella hat mir nur gesagt, dass wir alle zur Wiedereröffnung ihres Schönheitssalons kommen sollen. Wiedereröffnung? Was meint sie damit? In meinem neuen Salon. Hier seid ihr schneller wieder raus, als ihr Hallo und Tschüss sagen könnt. Wow! Was ist das? Das ist der absolut neue Salon Omad. Macht wie von Zauberhand Maniküre und perfekte Pediküre und stylt schneller, als man es sich je gewünscht hat. Also, wer will zuerst? Weißt du, ich denke... klar, ich werde es versuchen. Okay, also, setz dich dahin. Genau so. Und was soll ich jetzt tun? Na gar nichts. Der Salon Omad macht alles ganz allein. Willkommen im Salon Omad. Bist du bereit? Eine neue Frisur im Look für ein neues Du. Das ist der absolute Wahnsinn. Genauso wie du es machst. Dankeschön. Oh, diese neue Erfindung ist großartig. Wo hast du sie her? Dort habe ich sie bestellt. Wer ist die Nächste? Oh, ich bin zuerst. Die Sirupspritzer sehen gleich aus. Wirklich erstaunlich. Sie sind alle identisch. Ja, dank des neuen Wunderwaffeleisens, der schnelle Freund des Kochs. Wow, wo hast du das denn her? Hab ich da bestellt, wo der Salon Omad herkommt. Ratet mal, was ich jetzt gerade tue. Hallo, Boy. Hi. Was du jetzt gerade tust? Stehen? Mit deinen überaus talentierten Freundinnen etwas Zeit verbringen? Eine Waffel essen? Ich nehme eine. Ja, ich mache das alles. Und gleichzeitig reinige ich meine Buchhandlung. Du meinst dann heute Nachmittag? Nein, genau jetzt. Mein neuer automatischer Putzomat macht sauber, während ich weg bin. So ist mein Laden blitzblank und ich muss nichts tun. Und ich habe genügend Zeit, meine Buchkritiken zu schreiben. Kann ich ihn mir mal ausleihen? Jederzeit. Entschuldigt mich kurz. Hallo? Hi, Zitronella. Oh, wir sind gerade alle bei Bonnie und bestaunen ihren neuen Putzomat. Hey, braucht vielleicht jemand, ein Haarschnitt, Maniküre, irgendwas? Haarschnitt? Maniküre? Hallo, Zitronella. Nein, alles bestens. Nein. Nein, wir brauchen nichts. Okay,
Also dann, bis später. Wir sehen uns. Neue Frisur oder Maniküre? Oh nein, ich wollte nur mal sehen, ob du deine Freizeit genießt. Weißt du, es ist schon ganz nett, aber irgendwie ist mir langweilig, weil ich hier nichts zu tun habe. Ich möchte so gern nützlich sein. Kann ich dir vielleicht im Café helfen oder so? Aber gern. Ratet mal, was ich gerade tue. Du trinkst einen Smoothie? Und? Ich ahne, was kommt. Ich putze meinen Laden. Kann ich mir den Putzomat auch ausleihen? Aber natürlich. Also, wie schmecken die Smoothies? Einfach köstlich. Wie findet ihr sie? Lecker. Ein satter Fruchtgeschmack. Du bist ein Naturtalent. Ich finde, deine schmecken viel besser, Emily. Weil ich das schon länger mache. Wenn du übst, schmecken deine auch so gut. Ganz bestimmt. Naja, aber du solltest deine Zeit nicht damit verschwenden, mir etwas beizubringen, was du selber machen kannst. Ich glaube nicht, dass das ein guter Job für mich ist. Ganz wichtig beim Bitsy-Bärchen Bob ist, dass er dich packt. Der Takt? Oh ja, der Takt. Ein Schritt nach links und nach vorne und drei Schritte nach rechts. Ups, ich meinte nach links. Das hast du ganz toll gemacht. 5 Minuten Pause, ja? Es tut mir leid, Fläumeli. Es ist so nett, dass ich hier unterrichten darf, aber du machst das besser als jeder andere und wir brauchen auch nicht 2 Tanzlehrer. Sagst du das nicht nur so? Nein, das ist so. Lustig, oder? Klar. Aber eigentlich brauchst du meine Hilfe gar nicht. Wieso sagst du das? Weil, naja, ich meine, wie oft wollen wir diese Konserven denn noch umsortieren? Aber... Ich will doch nur einen besonderen Beitrag leisten. So wie früher, indem ich was tue, was Spaß macht. So wie Haare schneiden und frisieren. Weißt du, du hattest so viele gute Ideen, wie ich meinen Laden verbessern kann. Und da dachte ich... Ja? Wieso fängst du nicht noch mal ganz von vorne an mit einem neuen Geschäft? Ein neues Geschäft anfangen? Das geht doch nicht. Na klar geht das. Citronella Bizets Fähre wird hiermit feierlich eröffnet. Ja! Oh, ganz vorsichtig, bitte. Und alle wieder an Land. Ich helfe euch. Einen großen Schritt. Auf Wiedersehen. Danke, Citronella. Dankeschön. Das hat echt Spaß Wir gemacht. Kommen auf jeden Fall wieder. Wow, schon wieder ein Picknick? Na klar, wir wollen jetzt jeden Tag auf der anderen Seite des Sees picknicken. Frühstück, Mittag und Abendessen. Ja toll, aber 3 Tage hintereinander? Sicher, wieso denn nicht? Das macht ihr doch alles nur für mich, oder Leute? Ja, was? Wir wollen deine neue Fähre unterstützen, weil das so eine tolle Idee ist und so ein toller Service. Ach, danke schön, aber der Service wird nicht wirklich gebraucht, oder? Hallo, Mädels, da sind wir. Hallo. Und denk daran, wir machen kein Picknick, sondern beobachten heute die Vögel. Verstanden. Für diese Saison geschlossen? Oh nein.
Aber Citronella, wir wollen alle, dass du bleibst. Wir brauchen dich hier. Was hat denn Butzelbeerenstadt, was wir nicht haben? Dort kann ich etwas tun, was mir Spaß macht und wobei ich nützlich bin. Oh, schön, dass ihr euch sorgt. Nicht traurig sein. Ich komme wieder, um euch zu besuchen. Ganz oft. Versprochen. Komm mit. Ich habe eine Idee. Du willst, dass wir uns Honig in die Haare schmieren? Und wie wird das Citronella davon abhalten, wegzugehen? Passt auf! Citronella, du darfst nicht abreisen! Wieso denn nicht? Sieh doch nur, was der Salon um hat gemacht hat. Oh nein! Los, wir müssen zurück zum Salon! Ich frage mich, was Emily wohl dazu sagen wird. Wow! Die Maschine macht ja gar nichts mehr. Was für eine Pleite! Oh Mann, zum Glück haben wir dich noch rechtzeitig erwischt. Kannst du uns bitte helfen? Zu euren Diensten. Aber können Sie uns nicht doch Gesellschaft leisten? Nur zum Mittagessen. Wir alle vermissen Sie ganz bärig, bärig doll. Oh, vielen Dank, Fräulein Erdbeer. Aber jede Minute, die ich mich nicht um den Rasen kümmere, wird sich auch die große Eröffnung weiter verschieben. Oh. Der riecht ja lecker. Was hätten wir nur ohne dich gemacht? Dankeschön, Citronella. Du bist unsere Heldin. Zeitschrift? Oh? Wie kommt die denn hierher? Wie ist was wohin gekommen? Wir wollten doch nur, dass du nicht weggehst. Oh, aber es ist immens wichtig, dass der Rasen eben ist. Ist es nicht viel wichtiger, dass wir alle zusammen sind und wir miteinander Spaß haben? Eine gemütliche Bootsfahrt. Oh, und ein schönes Picknick. Ich bin mir sicher, das würde Citronella viel bedeuten. Tja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich möchte Citronella nicht enttäuschen, aber mein Rasen... Ach, Herr Raupelius, wir wollen Sie zurück. Sie sind uns doch tausendmal wichtiger als dieser Rasen hier. Bin ich das? Aber natürlich. Wissen Sie das denn gar nicht? Oh, können Sie mich kurz entschuldigen? Ich muss ganz schnell jemandem was sagen. Ich bin also tausendmal wichtiger als du. Wisst ihr, ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr euch so bemüht. Bitte, Mädels, sonst verpasse ich noch den Bus. Gut. Was ist denn hier los? Emily, endlich! Sie will weggehen. Bitte, du musst sie umstimmen. Sie darf nicht weggehen. Citronella, du willst weggehen? Oh, Emily, ich habe das Gefühl, dass ich hier überhaupt nicht mehr gebraucht werde. Ich kann nichts Nützliches tun. Nichts, was wirklich gebraucht wird. Ich kann dir sagen, was wir brauchen. Jemand, der die Beschwerden über diese Maschine entgegennimmt. Welche Beschwerden? Oh, womit fange ich an? Erstens, diese Maschine kann sich ganz schlecht unterhalten und ist dazu noch echt nutzlos im Ratschläge erteilen. Zweitens, sie sagt uns auch nicht, dass wir toll aussehen oder gibt uns Styling-Tipps. Drittens, sie lacht nicht über unsere Witze. Viertens, sie passt in keinen Schlafsack, wenn wir eine Übernachtungsparty veranstalten. Sie antwortet ja nicht mal auf die Einladung. Wie unhöflich. Fünftens, sie hat keine Schulter zum Ausweinen. Und sechstens, und das ist am allerschlimmsten, sie kann uns nicht umarmen. Ja, das stimmt. Das hat sie gut gesagt. Ja. Wir lieben dich, weil du genau so bist, wie du bist. Und diese Maschine kann dich nicht mal ansatzweise ersetzen. Ich habe mein Wunderwaffeleisen zurückgeschickt. Viel zu perfekt. Es fehlte der persönliche Geschmack des Kochs. Heißt das, ich muss auch den Putzomat zurückschicken? Aber er hat noch nicht mein Tanzstudio gereinigt. Wir müssen den Putzomat nicht zurückschicken.
Ich will damit doch nur sagen... Oh, Zitronella, würdest du bitte bei uns bleiben? Mhm. Ja! Ja! Fräulein Emily, Sie hatten recht. Ich habe Sie alle vernachlässigt. Zitronella, es tut mir leid, dass ich nicht mit Ihrer Fähre gefahren bin. Wie kann ich das wieder gut machen? Tja, Sie könnten mir helfen, den Salon Omar zur Post zu schieben. Ich brauche ihn nicht mehr. Zu Ihren Diensten? Nein! Untröstlich, Herr Raupelius. Das müssen Sie nicht, Fräulein Zitronella. Ihr Salon Omar hat den Rasen perfekt geschnitten. Hiermit erkläre ich Herrn Raupelius Crockett Club für feierlich eröffnet. Oh, ja! Fräulein Zitronella, wäre es unverschämt zu fragen? Sie können ihn gerne haben, Herr Raupelius. Hervorragend! Würden Sie mir die Ehre erweisen, den ersten Ball zu schlagen? Mit Vergnügen!